Heyo Leute, was geht? Heute möchte ich in diesem Video einfach mal eine Top 5 Liste machen, und zwar die Top 5 geschlossene Locations, die eigentlich schon längst geöffnet haben müssten. Denn es gibt zahlreiche Locations in der Map von GTA 5, die leider geschlossen sind und es sich extrem viele Leute wünschen, dass diese einmal eröffnen würden, denn diese würden damit GTA Online auf jeden Fall auf ein nächstes Level bringen. Und deshalb werde ich in diesem Video einfach mal meine persönliche Top 5 davon aufzählen. Fangen wir deshalb mal direkt mit Platz 5 an, und auf Platz 5 liegen nämlich Fastfood-Ketten wie zum Beispiel Burgershot. Es ist ehrlich gesagt schon wirklich erstaunlich, dass Fastfood-Ketten in GTA 5 alle geschlossen haben. Es gibt zwar so ein paar Gebäude wie den Burgershot hier in Los Santos, den kann man allerdings nicht betreten, und ich frage mich ehrlich gesagt, warum kann man das eigentlich nicht betreten? Denn GTA 5 ist, denke ich, seit GTA 3 das erste Spiel, bei dem es keine Fastfood-Ketten gibt, wie zum Beispiel Burgershot oder Cluckin' Bell. Und das ist schon ein bisschen schade, würde ich sagen, denn zum Beispiel auch in GTA 4 hatten wir in Liberty City einfach mal um jede Ecke so einen Burgershot-Laden, und da konnte man sich natürlich etwas zu essen holen und Gesundheit regenerieren, und es wäre auf jeden Fall wirklich sehr, sehr nützlich gewesen, beziehungsweise wäre es auch eine coole Location, um ein bisschen abzuhängen. Deshalb die Locations wie Burgershot oder Cluckin' Bell auf Platz 5. Auf Platz 4 haben wir das nächste Gebäude, das wir eigentlich schon einmal im Online-Modus betreten konnten, und zwar rede ich nämlich vom Bahama Mamas Club. Und zwar ist es nämlich so, dass in GTA 4 nämlich dieser Bahama Mamas Club in dem DLC The Ballad of Gay Tony einmal zu betreten war in Liberty City, und das war mit Abstand eines der geilsten Clubs beziehungsweise eines der geilsten Locations überhaupt in der Map, und deshalb wäre es auf jeden Fall umso geiler, wenn es diese Location auch in GTA 5 schaffen könnte. Man konnte ihn nämlich durch einen Glitch vor ungefähr einem halben Jahr betreten im Winter, und ich frage mich ehrlich gesagt, warum hat Rockstar Games diese Texturen wieder aus dem Spiel rausgenommen? Vielleicht kommt es ja noch in einem DLC, allerdings frage ich mich, warum diese Location immer noch nicht in dem Spiel integriert ist. Deshalb der Bahama Mamas West Club auf Platz 4. Auf Platz 3 haben wir eine Location, die möglicherweise auch für andere Leute interessant sein können, wie zum Beispiel auch für Stuntrennen, und zwar rede ich nämlich von der Maze Bank. Die Maze Bank ist eigentlich so eine Arena, wie wir in dem Story-Modus kurz kennenlernen durften, nämlich ein Stadion, wo man so verschiedene Events austragen konnte, beziehungsweise hatte man in einer Story-Mission natürlich die Möglichkeit, da reinzugehen und eben bei der Show Fame or Shame mal zuzuschauen, und das ist natürlich eben so eine Talentshow gewesen, aber ich denke, man kann dieses Gebäude auch für andere Dinge nutzen, wie vielleicht sogar für Stuntrennen, denn es ist ja eine Arena, wo wahrscheinlich auch nicht nur Matches oder Rennen vielleicht sogar stattfinden können, sondern vielleicht diese Stuntrennen, die Rockstar Games nämlich in einem DLC mal angekündigt hat, beziehungsweise kurz inoffiziell geleakt hat, und deshalb kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Maze Bank für dieses Stuntrennen möglicherweise in einem neuen DLC eröffnen könnte. Deshalb die Maze Bank bei mir auf Platz 3. Auf Platz 2 haben wir eigentlich nicht so eine Location, sondern eigentlich ganz, ganz viele Locations, und zwar rede ich nämlich von den Villen. Viele von euch, beziehungsweise alle von euch, werden sich auf jeden Fall wünschen, in GTA Online mal etwas Größeres als so ein Luxus-Apartment zu haben, sondern nämlich eine Villa mit einem eigenen Pool drin oder einfach nur vielen Zimmern drin, wo man mit sehr, sehr vielen Leuten einfach abchillen kann, beziehungsweise zeigen kann, wie reich man eigentlich in GTA Online ist, und es wäre auf jeden Fall eines der besten Statussymbole, die man in GTA Online zeigen könnte, und deshalb würde ich einfach mir die Villen extrem wünschen, und deshalb landen sie auch bei mir auf Platz 2. Und auf Platz 1 ist die Location, die sich, glaube ich, mit Abstand jeder wünschen würde, und zwar ist es nämlich das Casino. Schon seit über einem Jahr vermuten einige Leute, dass das Casino endlich öffnen könnte wegen dem Schild Coming Soon, und immer noch hat es nicht eröffnet, allerdings ist es auf jeden Fall eine der Locations, die sich die GTA-Community am meisten wünschen würde, vor allem deshalb, weil man auch so Minigames wie zum Beispiel Poker oder Blackjack spielen könnte oder sogar Roulette, und das Ganze würde einfach extrem geil sein, denn Glücksspiel gab es nicht so viel in GTA Online, und es wäre auf jeden Fall wirklich sehr, sehr geiler Modus, mit dem man auch auf jeden Fall viel Geld verlieren bzw. auch gewinnen könnte, und deshalb landet diese Location, also das Casino, auf Platz 1 bei mir, und das war dann auch schon meine Liste zu den Top 5 der Locations, die wir uns wünschen, dass sie einmal öffnen würden. Wie gesagt, das Ganze ist halt eben nur meine persönliche Top 5 Liste. Wenn ihr persönlich auch Locations kennt, die ihr eben wollt, dass sie endlich mal eröffnen, dann schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare. Mich würde es wirklich interessieren, ob es noch andere Locations gibt, die euch eben interessieren. Und deshalb würde ich einfach mal sagen, das war's auch schon von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über jeden Daumen nach oben sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ciao.